Wir stehen hier vor dem Altar in Tossens. Ich für Schaufensterkirche und Rudi Klug, weil er als Lektor eine Ausbildung macht und bald als Lektor auch dann arbeiten wird. Aber sag mal, was macht ein Lektor? Ganz einfach gesagt, der Lektor vertritt den Pastor während des Gottesdienstes. Und Ziel der Ausbildung ist, wenn ich sie bestanden habe. Dass du statt meiner hier den ganzen Gottesdienst hältst. Richtig. Das finde ich natürlich angenehm. Aber ich glaube, für die Aufgabe musst du eine ganze Menge an Ausbildung hinter dich bringen. Ja, die Ausbildung umfasst also mehrere Kurse, ist zeitintensiv. Aber man lernt alles, was man braucht, um diese Arbeit dann auch leisten zu können. Man lernt, dass man hier mit Hand unseres Gesangbuches schon alleine den ganzen Gottesdienst vorbereiten kann. Vorne befindet sich die Gottesdienstordnung, hinten im Kalendertal kannst du jeden Sonntag beim Namen benennen. Du hast alle Bibelstellen drin, alle Hinweise auf die Texte, die du brauchst, der Wochenspruch, das Wochenlied, die Farbe der Paramente. Es ist alles da. Man muss sich nur die Sachen dann zunutze nehmen und dann dementsprechend den Gottesdienst zusammenbauen. Das kostet sicherlich eine ganze Menge Zeit. Ja, eine Zeit ist zeitintensiv, aber es macht Spaß. Wenn man neugierig ist und wissen will, wie sowas geht, dann macht es auch Spaß. Man setzt sich richtig damit auseinander, mit den Texten. Sodass du selbst da auch was von hast. Ich habe da jede Menge von, ja. Es macht Spaß, als Lektor zu wirken, aber du wirkst auch noch weiter in anderem Arbeitsfeld bei der Kirche. Ja, ich leite den Posaunenchor hier auf Butjaning, eine Arbeit, die mir richtig Spaß macht und die auch den Leuten, die bei uns mitspielen, richtig Spaß macht. Das hört man, glaube ich, unserem Spielen auch ganz gut an. Und wir haben jetzt so ein richtiges All-in-One-Paket. Wir haben einen Organisten bei uns im Posaunenchor, dem nächsten Lektor, eine Küsterin haben wir auch. Also wir brauchten eigentlich immer nur noch eine Kirche, dann können wir jederzeit einen Gottesdienst halten. Ja, und das wünsche ich euch, dass ihr dann auch das habt, was du noch nicht gesagt hast. Ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja in der Regel, wenn der Posaunenchor spielt, auch mächtig begeistert sind von euren Gottesdiensten. Ja, die Resonanz ist also überwiegend oder ist meistens positiv. Ich kann es nicht anders sagen. Also es macht auch Spaß, dann diese Gottesdienste spielen zu können, oder? Das ist ja schon mal eine gute Einladung, zu gucken, wann Posaunenchor Butjadingen wieder in den Gottesdiensten mitwirkt oder du als Lektor. Ich wünsche dir viel Glück und Gottes Segen und weiterhin den großen Spaß am Gestalten von Gottesdiensten, sei es als Posaunenchorleiter, sei es als Lektor.